Einen wunderschönen guten Abend, liebe Rassimirs und liebe Mittelalterfreunde, und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play bei mir. So, wir haben das letzte Mal unseren Bienenstock gebaut. Yay, Bienenstock. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir auch noch jemanden ins Dorf geholt haben. Wer war denn das? Da muss ich nochmal eben gucken. Snowit, genau, Schneewittchen war's. Ist ein Kerl. So, Geschichte ist wie gesagt beendet. Das heißt, jetzt wird am Dorf getüftelt. Und ich muss nochmal gucken, wie weit wir es noch haben bis zur Mine. Die gute alte Mine hier. Ah, das dauert noch ein bisschen. Nervig. Aber ich hatte heute eh vor, ein bisschen Geld zu machen. Wir müssen ein bisschen verkaufen gehen. Geld machen muss sein. So, was können wir denn gut entbehren? Ja, natürlich Eimer, was auch sonst. Aber mal gucken, was sonst noch da ist. Federn brauche ich eigentlich auch nicht so viel. Aber die geben auch nicht so viel. Ich habe einiges, wo ich sagen kann, da könnte gerne mal was von weg, wa? Ein bisschen Geld machen wir über unseren Marktstand gerade. Den einen, den wir haben. Strohhüte habe ich. Kann sich ganz gut sehen lassen, mein Bestand, finde ich. Also, da kann gerne was verkauft werden. Auf jeden Fall, die geben zwar nicht so viel, aber ich möchte da gerne mal ein bisschen was reduziert haben. Ein paar Holzteller weg. Aber ich habe ja noch drauf Tasche gehabt, oder wie? Tatsächlich. Erstmal den ganzen Quatsch, den ich hier habe, weg, wa? Das macht Sinn. Okay, das war's auch schon. Ja, hier, das kann eigentlich auch weg. Bauen ja jetzt gerade nicht. So. Eimer, auf jeden Fall. Wie gesagt, die geben auch immer ganz gut Geld. Und da habe ich ja so viele. Was machen wir noch alles zu Geld? Ich habe reichlich Hafer und Haferkorn, aber da will ich erstmal zu Korn noch verarbeiten lassen. Ich meine, es gibt mehr als reinen Hafer. Leinsamen könnten wir auch. Wir haben noch richtig viel Flachs. Dann nehmen wir mal 400 mit. Ich meine, wir hätten noch ganz viel Flachs, oder? Ja, reichlich. Aber da tun wir nochmal 100 dazu. Wir müssen ja auch gucken, dass wir das überhaupt zu Geld gemacht kriegen, ne? Dass sie das Geld haben, die Leute. Ja, deswegen lasse ich auch erstmal das, was ich jetzt habe, das kommt weg. Wir gehen rüber bei Tutki erstmal verkaufen. Ich meine, oder habe ich da oben noch? Ne, ich meine, da oben habe ich schon ganz gut Geld gemacht. Ach, wir gehen erstmal nach Rollnicker. Ich bin immer so unentschlossen im Moment. Hier waren sie auch schön fleißig. Wunderbar, das läuft mit der Landwirtschaft. So muss das. Tippidippidimm. Ja, wieder außer Atem hier. So, habe ich die schon leer geräumt oder? Nee, habe ich noch gar nicht. Cool. Have a good day.
Da die Kräuterische Tomira. Mein Gott. I've been a vendor since before you could walk. So, die 30 Eimer mal weg. Ein Strohhut. Die Holztellerchen, genau. Auch weg. It was nice seeing you. So, und jetzt ist er da. Welcome. I've been a vendor since before you could walk. Ich dachte, ich hätte hier oben schon alle leergeräumt, aber das ist ja mal überhaupt nicht so. Farewell. Ja, dann lohnt sich das ja jetzt auch richtig. Dann können wir jetzt nach Tutki damit. Denn wir wollen ja auch noch genug für Steuern haben, aber wir wollen auch noch einen Pferdestall bauen. Ich meine, das kostet uns nicht viel, aber ein Pferd dann, ne? Das kostet halt was. Wobei ich da tatsächlich mit dem Gedanken spiele, einen Esel zu kaufen. Ich habe mal gehört, da soll es mit der Steuerung noch etwas angenehmer sein als mit dem Gaul. Auch wenn er was langsamer ist, aber er trägt halt auch mehr. Ich bin aber da noch nicht ganz entschlossen. Also, ne, ich habe mich noch nicht entschieden. Also ein Pferd ist natürlich schon cooler irgendwie. Aber die Steuerung hier, die ist ja echt sowas von für die Katz. Sorry, ist so. Ja, ich weiß, wenn die einen oder anderen sagen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Und ja, ich glaube, das macht jeder für sich so ein bisschen aus. Ich finde es grausig, grottenschlecht. Da gibt es doch echt bessere Steuerungen in Games. Da läuft ein Sack. Also. Wer ist das? Bist du das? Nee, du bist Unhold, keine Ahnung. Wo ist denn hier dieser Sack? Da hinten läuft der Sack. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Sack, bleib mal hier. Jäger oder so, ne? Ja. Oh, wie melodisch. So. Haben wir auch schon alles verkauft bekommen, wa? Subi. Farewell. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Geld habe ich denn jetzt gemacht. Ja, bald auf 10.000, das ist doch gut. Ich habe jetzt zwar gerade nicht mehr auf dem Schirm, was so ein Gaul kostet. Aber mal im Vergleich, ich guck mal eben, was hier so ein Esel kostet. Ein Eselchen, okay. Das ist schon auch schon 2,5 knapp. 3,5. Auch schon teuer. Und so ein Pferd ist mit Sicherheit noch teurer. Ich glaube, da müsste ich schon um die 5.000 hinblättern oder so, wa? Ich weiß es echt nicht mehr. Also, ich meine jetzt für ein erwachsenes Pferd. Ich glaube, da kostet ein Fohlen so viel, wie hier ein erwachsener Esel kostet. So, dann wollen wir mal schauen, wo wir unseren Pferdestall hinbauen möchten. Da brauche ich ja auch noch eine schöne Stelle. Hier natürlich nicht, hier ist Gegrabe. Und hier habe ich eigentlich auch schon so viele Ställe. Eigentlich ist hier jetzt nicht so der Ort, wo ich die haben will. Grübel, Grübel, sprach der Dübel. Tja, wo wollen wir die Pferde haben? Es muss ja natürlich auch irgendwo sein, wo die ein bisschen Platz haben, ne? Oi, ist das schwer. Ich glaube, hier wäre gar nicht schlecht, wenn ich hier noch kann. Mal gucken.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich genug Holz auf Lager habe, um das mal auszutesten. Ja, habe ich. Oh. Ich muss daran denken, dass das ja zu zwei Seiten offen ist. Also würde ich es hier hinbauen. Vielleicht. Ich baue es mal eben, also das Ding hier, und reiße es dann gleich vielleicht wieder ab. Boah. Sorry für das Gerappel im Hintergrund. Ich kann da nichts für. Das ist der Wind. Ist sehr stürmisch heute. Na gut, da müsste ich natürlich hier noch ein paar Bäumchen wegmachen. Ich glaube, das kann ich so machen. Ich glaube, das lasse ich auch hier direkt so stehen. Mist. Oh nee. Ah, gut, ich hab's. So, weg damit. Ich glaube, sogar der eine Baum reicht zum Wegmachen. Ich müsste mal eben schauen, wie das aussehen sollte, würde. Ach, den Lattenzaun habe ich jetzt noch gar nicht wieder neu freigeschaltet gehabt, ne? Mach ich mal. Lattenzaungatter meine ich natürlich. Hier, die Bäumchen müsste ich noch wegmachen. Die stören mich da so ein bisschen. Nee, das ist irgendwie... Ach so, ich mach's ja auch falsch. So ist es ja viel besser, finde ich. Oh. Ja, mit dem Setzen davon, das ist noch nicht ganz so ausgetüftelt bei dem Spiel. Das sieht schon was besser aus. Es ist mir ja auch immer noch ein Rätsel, warum es immer noch nicht so, ja, andocken. Dass man die immer noch nicht andocken kann, die Zäune und die Gatter und so. Das wäre echt super, würde das gehen. Ups. So. Nee, der soll da draußen bleiben. Das hier wollte ich. So. Nehmen wir den Lattenzaun. Ich muss mal gucken, wie ich den am besten lege. Ich würde mal sagen, so ist das vom Platz her ganz gut. So. Oh, nee, das ist schon... Nee! Ich komme immer auf die falsche Taste. Friemel, Friemel. So, hier hinten, ist auch nicht ganz so geworden, wie ich das wollte. Egal. Hier hinten mache ich es nicht so weitläufig wie vorne. Eben damit die Viecher auch nach vorne gehen. Die Viecher. Sorry. Die majestätischen Pferde. Nicht, dass ich nachher noch Stress mit dem Tierschutz hier kriege.
weil ich Viechers gesagt habe. Wieso denn? Ach nee, ich will nicht so eine große Lücke da haben. Und da ist recht nicht. Er ist ja fies. Gefällt mir gar nicht, das meinte ich, da müsste es doch mal langsam echt eine elegantere Lösung geben, dass das hier so richtig so zack andockt irgendwie, das wäre ganz nett. So, sieht aber schon besser aus. Ach, jetzt habe ich den Hammer wieder eingesteckt. Jetzt muss ich aber gleich wieder die Bretter holen, die ich schlauerweise abgelegt habe. Gut, Stroh habe ich genug auf Tasche. Nur Bretter, wie gesagt, muss ich gleich dann noch holen. Ah, das wird was. Gut, ich brauche sowieso jetzt eigentlich reichlich Bretter, ne? Hierfür Zäune. Mal eben gucken, ob ich wirklich damit zufrieden bin. Ja, gut. Es dürfte etwas. Ach. Ja, aber es ist okay. Es muss ja auch nicht immer alles perfekt sein. Also, jetzt hätten die Leute damals alles perfekt gebaut. Und außerdem später holen wir uns wahrscheinlich sowieso wieder mehr Pferde. Da muss ich mal wieder ein Ego machen. Holen wir uns wahrscheinlich sowieso wieder mehr Pferde und werden das sowieso wieder alles ändern. Also ist das erstmal für die ersten Pferde ganz okay. So, das Dach ist fertig, oder? Jo. Schaut so aus. Okay, dann fehlen jetzt wirklich nur noch Bretter, reichlich Bretter. Es gibt immer was zu tun. Da grunzt das Schwein. So, Bretter haben wir nicht genug für das, was wir vorhaben mit dem Zäunen, aber ist okay. Wir holen uns ja jetzt sowieso nicht sofort ein Pferd. Und wir in der Hornika laufen für. Bäh, scheiß Weg. Sorry, ich mag den echt nicht. Nehmen wir mal noch ein bisschen Kalk mit. Ich glaube, wir müssen mit so einem Hammer durchs Dorf.
Ich lauf amok. Wir müssen ja hier noch schön dämmen, ne, bevor der Winter kommt. So, 16 fehlen hier noch. Ja, mit dem Kalk muss ich echt mal gucken, dass ich ein bisschen nachlege. Das ist blöd. Ich habe immer so viel Stroh, vielleicht nehme ich da mal ein bisschen was runter. Also jetzt müsste ich aber langsam mal ein bisschen mehr hier kriegen. Oh, und ich habe letztes Mal vergessen, ich muss dringend Messer machen. Ich habe wieder zu wenig Messer. Hoppala. So, ach, das war's schon. Das war alles. Okay. Dann haben wir den Stall auch fertig. Sehr schön. Ja, da brauche ich ein paar Bretter. Ja, gut, im schlimmsten Fall, ich glaube, ich müsste genug Holzstämme da haben. Dann gehe ich hin und mache mir mal eben schnell welche. Daran soll es ja nun echt nicht scheitern jetzt. Ja, die Pferde. Ja, und selbst wenn ich sie jetzt nicht reite, ich finde, die sind gut, die Nachkommen, da kann man gutes Geld draus machen. Ist eigentlich eine recht lukrative Sache mit denen. Aber Tierfutter kosten die natürlich auch wieder erstmal und naja. Und obwohl ich sie wirklich ungern reite, gehören sie für mich auch irgendwie dazu, dass man sie da haben sollte. Also, finde ich. So, wir gehen jetzt direkt ein paar Messer machen. Und im schlimmsten Fall, wie gesagt, noch ein bisschen Holzbretter. Erstmal zu den Steinen. Okay. Machen wir mal 60. So. Wie? Echt? Ach ja, die brauchen zu viel, ne? Oder habe ich nicht genug Stöcke? Tatsächlich, ich habe nicht genug Stöcke. Was? Und dreckig bin ich auch wieder. Mensch. Na gut, ich tue ja auch viel, ne? Ich renne viel rum und baue und mache. Da darf man auch mal ein bisschen stinken.
So, da habt ihr eure Steinmesser. Ich hoffe, jetzt kommen die mal ein bisschen damit aus. Und ein paar Bretter direkt machen. Besser ist das. Zup. Zup. Ah, machen wir so. So, 260 Bretter. Und ein neues Level in der Gewinnung. Yay! Langsamerer Haltbarkeitsverlust finde ich eigentlich immer sehr gut. Ja, und dabei bleiben wir auch. Und jetzt hauen wir uns erstmal eine Runde aufs Ohr. Ach ja, Gemütlichkeit. Gemütlichkeit. So, letzter Herbsttag. Hallo Schnuffel. Schnuffelina. Achso, wir waschen uns erstmal. Sind ja schon dreckig ins Bett gegangen. Gut, dass unsere Frau uns da überhaupt hat reingehen lassen. Aber die ist wahrscheinlich so mit dem Baby beschäftigt, dass sie andere Sorgen gerade hat. Wieder ein hübscher Tag, ein schöner goldener Herbsttag, nicht verregnet und ich gehe in die falsche Richtung. Ich möchte doch meinen Zaun weiterbauen. Mein Gehege. Da ist doch hier eine schöne Straße, würde ich sagen. Da kommt man hier zum Honig. Hier werde ich noch irgendwas zum Wohnen hinmachen. Denke ich mal. Ja, und hier fangen ja auch schon die Felder und alles an. Da hat man hier doch eigentlich einen ganz guten Abschluss. Interessant wird es natürlich jetzt, wie weit die Wölfe hier rankommen. Die spawnen ja da hinten. Und ich denke mal, die werden auch weiterhin spawnen, auch wenn ich jetzt hier diesen Stall gebaut habe. Ich habe den Spawnpunkt noch gar nicht richtig entdeckt, weil manchmal sind die voll weit da hinten und manchmal sind die direkt hier vorne. Ich weiß es also echt nicht. Aber die bewegen sich ja auch und die werden bestimmt mal mit nach hier vorne laufen. Da muss ich mal im Auge behalten. Und in der Hoffnung, dass die Zäune die auch wirklich abhalten. Und nicht irgendwie da durchglitschen oder da drüber springen oder was weiß ich und meine Pferde hier killen. Ich habe zwar mal gehört, dass man in seinen Dörfern safe ist, dass man da so Safe-Punkte hat, aber ich weiß nicht, wann das Spiel das wirklich so erkennt. Also wie gesagt, wenn die ein Stück weiter spawnen, ich weiß nicht, ob die dann irgendwie ab einem bestimmten Punkt Halt machen und umdrehen oder sowas. Ich habe echt keine Ahnung. Ich hatte es mal in einem Video von einem der Entwickler gesehen, der sagte das halt mal, ne? Also, dass das so ist mit den Wölfen. Und mit Banditen und allem. Also Gegnern allgemein. Aber, pff, ich hatte noch nie, dass mich einer bis in mein Dorf verfolgt hätte. Deswegen keine Ahnung. Ich mache ja immer alles platt. So. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Bretter auf Tasche gehabt. Da.
Ja, und was natürlich auch noch fehlt, ist ein Züchter. Ich habe ja gar keinen Züchter. Also, beziehungsweise eine Züchterin. Da muss ich wahrscheinlich sowieso bis in die nächste Jahreszeit erstmal warten, weil in dieser Jahreszeit habe ich ja schon alles abgekleppert hier weit und breit. Da ist ja niemand Anständiges dabei, den wir uns ins Dorf holen möchten. Letzte Gute war hier Schneewittchen. Der Schneewittchen-Typ. Svitun, oder nee. Snowit, genau. Snowit hieß er. Deswegen ja Schneewittchen. So, da haben wir unseren Stall. Sieht jetzt gerade noch etwas abgelegen und einsam hier aus, aber hier, wie gesagt, kommt ja auch noch ein Haus hin und eventuell noch daneben eins. Und dann wird das alles ein bisschen lebhafter sein. Ist sowieso alles noch so recht leer, ne? So, weil die jetzt alle arbeiten sind, tagsüber. Aber das ändert sich später, wenn Kinder hier rumrennen und alles. Das ist dann ganz anders. Vor allem, wenn die Kinder dann was älter werden. Die nächste Generation rankommt. Aber erstmal ist hier irgendwie jeden Tag Sonntag, finde ich. Gut, dann haben wir unseren Stall gebaut. Und machen damit auch für heute Schluss. Und ich hoffe, dass es euch heute gefallen hat bei mir. Und wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Wo tendiert ihr eher zu, Esel oder Pferd? Ich denke halt, wie gesagt, es wird das Pferd sein, aber eigentlich ist so ein Esel auch eigentlich ganz cool. Was findet ihr besser? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert auch gerne meinen Kanal. In dem Sinne wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Sonntagabend und sagt dann mal bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe, eure Natzen. Bye, bye.